Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rudy McFan. Wir sind hier bei Pokémon Go. Also wie ihr hier sehen könnt, das ist die Stadt, in der ich wohne. Die geografische Lage. Im Hintergrund sind ganz viele große Sachen. Das ist die Arena. Hier testest du dein Können gegen andere Spieler. Das kann man erst ab Level 5 machen. Und dann sieht man ganz viele kleine andere Quadrate und ganz viel Grünfläche. Im Moment bin ich noch Level 3. Und wie ihr sehen könnt, sieht man in der Nähe, welche Pokémon sind. Das erkennt man durch die Fußspuren. Ich habe natürlich schon ein paar Pokémon gesammelt und das Spiel kurz angetestet. Aber also jetzt auch nicht so viel. Level 3 wird man ziemlich schnell. Also mir fehlen noch 300 Erfahrungspunkte, bis ich Level 4 werde. Man kann das Aussehen selber gestalten. Hier sind die ganzen Shops, Items. Es gibt Pokébälle zu kaufen und andere Gegenstände, aber die kriegt man auch während des Spiels umsonst. Hier gibt es ganz viele Errungenschaften, Achievements, wie in jedem Spiel. Einen habe ich schon. 7 Pokémon einfach fangen. Ich glaube, ab 5 gab es schon einen. Dann nochmal ab 10 einen. Später gibt es halt für Pflanzen-Pokémon, Flug-Pokémon unterschiedliche. Und Tagebuch ist einfach sowas wie deine Chronik in Facebook. All deine Aktivitäten, die du hier gemacht hast, steht da. Ich habe das Spiel auch erst 2 Stunden gespielt und Level 4 fast erreicht. Ein Evoli hatte ich gefahren, ein Urob und ein paar andere Pokémon. Und gleich komme ich zu den Pokestops. Das sind Orte, an denen ihr gratis Artikel so gesehen kriegt. Das sind Pokebälle, Tränke, Wiederbeleber oder Pokémon-Eier. Und die sind halt überall verteilt. Das sind diese hellblauen Quadrate auf der Karte. Ich kann euch schon mal mein Pokédex zeigen. Mein Anfang-Pokémon war ein Glumanda. Man konnte auswählen zwischen Glumanda, Shiggy und Pisasam. Weil ich Glurak mag, habe ich einfach Glumanda genommen. Ich glaube, das ist das coolste Pokémon. Dann habe ich noch einen Taubsi gefangen, einen Radfratz. Unten sieht man auch die ganzen Entwicklungen, Tauboga und Taubos. Hier die ganzen Körpergrößen, Gewicht, was für ein Flug, also was für ein Typ das ist, Flug-Pokémon, Pflanzen-Pokémon, Feuer-Pokémon. Ein Zubat hatte ich auch gefangen, ein Urob. Evoli, ich glaube für Evoli ist nur eine Entwicklung eingetragen, da bin ich mir nicht sicher. Obwohl im Spiel gab es ja verschiedene Feuer-, Blitz-, Wasserentwicklungen. Und ich glaube, das sind auch die ersten 151 Pokémon aus der allerersten Staffel. Die anderen Pokémon sind noch nicht vorhanden. Hier, das sind meine Items. Eine Rauchbombe. Das lockt 30 Minuten lang Pokémon zu mir. Dann gibt es Pokébälle. Die Kamera, die kann man immer verwenden. Kurz vorm Pokémon fangen kann man die Kamera verwenden. Und halt einen Standard-Brutkasten. Das sind meine Pokémon, die ich habe im Moment 18 Stück. 250 sind Limit. Und man kann immer wieder Pokémon entlassen an Professor Eich, sodass man mehr Platz hat. So sieht das Fenster auf. Durch Bonbons kann man Pokémon leveln. Dann werden die stärker. Dann braucht man ein. Bei Topsy ist es jetzt nur einer. Man zeigt halt die Angriffe an der Ort, an dem man den Pokémon gefangen hat. Und hier sieht man auch, bei Radfratz habe ich zum Beispiel mehr Bonbons. Das heißt, je mehr Radfratz ich fange, desto mehr Radfratz-Bonbons kriege ich. Bei 25 Bonbons kann ich ihn aufleveln. Also entwickeln. Bei Topsy brauchte ich zum Beispiel nur 12. Dann kriege ich Tauboga.
Deswegen ist das so wenig, weil es ja zwei Entwicklungen geht. Weil von Tauboga zu Taubos brauche ich wieder neue Bonbons. Okay, Sternstaub ist immer etwas, was man zusätzlich braucht beim also beim Verstärken. Das heißt, das Leben wird erhöht von dem Pokémon und die Kampfkraft. Aber das Pokémon entwickelt sich nicht weiter in die nächste Stufe, sondern es wird einfach nur trainiert. Aber wenn man entwickeln will, dafür braucht man keinen Sternstaub, jedoch viel mehr Bonbons. Und die Bonbons kriegst du wirklich nur von dieser einen Sorte. Das heißt, für Glumanda muss ich mehrere Glumandas fangen, um die Entwicklung vom Glumanda auf Glutexo zu schaffen. Es bringt nichts, wenn ich andere Pokémon einfange. So kann ich jetzt auch meinen Ratfratz aufleveln. Denn wenn ich jetzt meinen Ratfratz auflevel, wird es stärker, kriegt mehr Leben dazu. Und wenn ich die Entwicklung mache, fängt die Entwicklung dann auch viel stärker an. Das verbraucht jedoch Sternstaub. Jetzt habe ich weniger Sternstaub. Und Bonbons. Jetzt habe ich genug Bonbons, aber nicht mehr genug Sternstaub. Hier sieht man die ganzen Einstellungen nochmal. Man kann das sortieren unter verschiedenen Kategorien. Nach Funddatum, nach Alphabet, alles drum und dran. Okay, zum Ausbrüten der Pokémon braucht man Zeit bzw. Schritte. Ich habe schon ein Poké-Ei hingelegt und angefangen zu ausbrüten. Ich bin schon 1,2 Kilometer gegangen. Das heißt, wenn ich jetzt noch weitere 800 Meter zu Fuß gehe, schlüpft mein Poké-Ei raus. Das Problem ist, das GPS funktioniert noch nicht so gut, wie es sein soll. Ich bin schon knapp 4 Kilometer gegangen oder mehr als 3500 und es wird trotzdem nur noch als 1,2 eingezeigt. Das müssen die noch, glaube ich, per Updates ändern und verbessern. Es könnte auch sein, dass es an meinem GPS liegt. So, hier sieht nochmal die Welt aus. Auf dem Boden entstehen immer so Fußabdrücke. Man kann auch, weil das viel Akku verbraucht, Batteriesparmodus anklicken. Das würde ich auch jedem empfehlen. Und für Anfänger gibt es auch noch Tipps im Spiel. Na, erzählt unser neuer Professor Eich, was ist ein Pokéstop, was ist eine Arena. Okay, ein Pokéstop ist einfach ein Ort, an dem ihr halt gratis Gegenstände erlangt, wie ich erzählt hatte. Dafür müsst ihr geografisch einfach in der Nähe sein und an diesem Kreis drehen. An der Arena muss man auch halt in der Nähe sein und Level 5 sein. Da könnt ihr Gebiete erobern und eure Pokémon trainieren lassen. Da kriegt ihr auch Kampferfahrung. Das ist auch der einzige Ort, wo ihr auch Kampferfahrung erlangt. Sonst ist das nicht so, wie ihr es von diesen Gameboy-Spielen oder Konsolenspielen gewohnt seid. Ihr kämpft nicht. Ihr fängt nur die Pokémon mit Pokébällen. Es gibt keinen 1 gegen 1 Kampf wie im Spiel. Das funktioniert nur in der Arena gegen andere Spieler. Ihr fordert so gesehen nur andere Trainer heraus. So, im Hintergrund sieht man auch die Blätter, die sich bewegt haben. Das sollen Pokémon symbolisieren. Also, das war's jetzt erstmal von mir.